Komm, dreh dich doch mal richtig da drauf. Schneller. Schneller. Viel schneller. So, das ist doch eindeutig viel schneller. So. Und dann wird gleich erstmal dick beschleunigt. So, there you go. Komm, schneller. Dann 5 Minuten Burn. Gott, es ist so schwierig, das eigentlich durchzuziehen. Okay, den brauchen wir schon mal nicht mehr. Und der zieht es jetzt auch wieder wie Scheiße. Dann beschleunigen wir den natürlich auch noch. Bis gleich. Und fast da, wie immer. Das sieht gut aus. Noch. Mal gespannt, wie es auf langfristige Sicht ist, aber momentan sieht es gut aus. Wir gehen mal ein wenig vom Gas gleich. So, perfekt. Sollte ziemlich genau gebrannt gewesen sein, yep. Und jetzt sind wir zu schnell, ne? Okay, das heißt, bremsen. Und zwar so, dass wir... Ach, guck mal, wo wir hinfliegen, ey. Deutlich abbremsen. Damit wir hier wieder ein bisschen näher rankommen. Oder nah genug dran bleiben, weil jetzt ist er natürlich nur 184 Kilometer entfernt. So, erstmal bremsen. Gucken wir mal. Kommen wir jetzt hier näher ran? Ja. Okay, das war doch der Sinn der Sache. Abbremsen. Hart abbremsen. Solange wir näher rankommen, ist das alles im grünen Bereich. Damit sollte sich natürlich auch der Orbit dem hier angleichen. So, Vollgasbremsung. Yay. Ja, hier wird der Abstand auch geringer. 290. Aber wir gehen von dem Ding aus. Dann sollte er sogar relativ nah an uns dran sein. Das hoffe ich zumindest. Ja, jetzt haben wir noch nicht mal mehr eine Separation, also müsste er sichtbar sein. So, und das müssen wir dann auf 0 Meter die Sekunde runterzaubern. Und auch die Distanz entsprechend. Und danach können wir nur noch mit unserem RC2S arbeiten. Das, behaupte ich jetzt einfach mal. Okay, die Distanz bleibt, aber... Ich denke, wir können ganz gut da abbremsen. Ja, der nähert sich da nämlich jetzt komplett an. Okay. Gut, wir gucken mal, dass wir jetzt hier auf Null kommen. Jetzt haben wir kein Pro und Hetero. Hetrograde. Gut, wo ist unser Tajay? Tajay, da ist es. Ist er das? Warum sind das zwei? Was zur Hölle? What? Okay, Pro Target. Das nun nicht. Ne, unser Target ist auch völlig woanders. Irgendwo da. Und da fliegen wir jetzt gleich erstmal drauf zu. Das nennst du Pro-Target. Das Ding ist echt scheiße zu steuern. So, wie sieht's aus, distanztechnisch?
Okay, er kommt näher ran. Ach ja. Kannst du mal Procreate halten? Glaub, das wäre hilfreich. Nee, nicht. Nee, mach Pro-Target, komm. Just do the Pro-Target hold. Jo. Und voll drauf zu. Die Distanz wird dadurch deutlich geringer. Dauert halt noch einen Moment. So, da wird er dann hoffentlich nah genug rankommen. Irgendwann. Ja, jetzt sind wir natürlich deutlich enger, aber Separation 71 Kilometer, 60, 53. So, so wenig wie möglich irgendwie. Der muss gar nicht mal so hart abgebremst werden, sehe ich gerade. Komm näher ran. Noch näher, noch viel näher. Viel, viel näher. Viel, viel näher. Yay! 11, 10, 9, 8. Komm, da geht noch mehr. Volles Programm. 3. 2,5. Okay, das reicht. Denn wir müssen ja auch nochmal abbremsen, richtig? Können wir gleich Retrograde gehen. Und wenn wir nah genug dran sind, einfach abbremsen. So dass wir auf 0 Meter rauskommen. Retrograde bzw. Anti-Target, ne? Wann ist das? In 35 Minuten, okay? Boah, wir müssen das Spiel mal in Echtzeit spielen. Wie mies wäre das? So, closest approach. Separation 1,3 Kilometer. Warp hier. Da wir Anti-Target sind, müsste er hinter uns auftauchen. Da kommt er. Okay. Da geht noch mehr. 5 Kilometer. Okay, komm, das reicht. Bremsen. Bremsen. So, das sollte uns dann wieder genau dahin bringen, wenn wir beim Target auf 0 sind, dass wir mit dem Ding mitfliegen. Fuck. Was Aufwand, ey. Ja, habe ich doch gesagt. So, jetzt sind wir schon mal nah genug dran. 2,5 Kilometer. Wir gehen Pro-Target. 0,1 Meter die Sekunde. Komm, dreh dich schneller. Und dann werden wir mit dem RCS genau auf das Ding zufliegen. Oder nicht mit dem RCS, sondern erstmal ganz normal. Ich hoffe, es klappt. Ich kann nur hoffen, dass das klappt. Das wäre so awesome. Na komm. Go, go. Dann haben wir noch 6500 Meter die Sekunde. Das ist natürlich echt viel. Ist wirklich so. Komm. Wo ist Pro-Target? Wo ist überhaupt unser Pro-Crate? Na, es existiert nicht wirklich, ne? Das wird sich aber gleich ändern. Sobald wir da oben drauf ausgerichtet sind. Dann werden wir schon mit dem RCS genau da drauf halten. Sobald er sich mal entschieden hat, dort richtig hinzugehen. Ja. Es sind so viele Controls immer hier drauf, ne? Gut, aber wir lassen ihn sich erstmal ausrichten. 2,4 Kilometer. Ich meine, wir sind echt nah dran.
Wie immer, das ist ja nichts Neues, ja. Ich denke auch, dass wir es schaffen anzudocken, aber das dann wieder zu bremsen, rechtzeitig, wird wieder hart. Kirby Newell 2 Tage, 2 Stunden, also wir sollten uns beeilen, damit wir Kirby Newell Mission nochmal starten können. Obwohl wir die meisten ja schon am Laufen haben, aber trotzdem. So. So gut wie ausgerichtet. So, awesome. Truff. Truff zu, aber volle Palette. So, volle Palette, truff zu. Na, so rum. Okay, so. Immer dagegen halten. Alter, wenn das hier nicht die ganze Zeit so da rumpimmeln würde, wäre das viel einfacher, ne? 1,7 Meter, okay, 1,8. So, RCS ran da. Ja, das sieht doch gut aus. Ist eigentlich relativ stabil, wenn es nicht die ganze Zeit so hin und her wobbeln würde. Ich weiß gar nicht, liegt das an der Flüssigkeit da drin oder was soll die Scheiße? Mit 2,3,5 Meter die Sekunde 2,5 Kilometer zurückzulegen, ist natürlich eine Geschichte. Aber sieht offensichtlich machbar aus. Und wir fliegen auch ziemlich straight drauf zu. Jetzt erkennen wir ihn sogar schon. Ja, super geil. Wir können da echt hart beschleunigen. Look at that. Okay, cool. Nah genug dran wären wir schon mal. Dann, Target Center of Mars. Target Center of Mars, dann eben nicht. Bleib da. Bremsen nicht vergesse. Ist auch nicht vergessen sollten, wenn das Ding mal aufhört zu wobbeln. Na komm, open. Control from here and arm. So. Können wir da jetzt nochmal die Center of Mars bitte haben? Irgendwie nicht. Okay, dann eben nicht. 2 Meter die Sekunde. 2,5 ist okay. Näher ran. Ja, das sieht doch ziemlich mittig aus. Okay, und dann wäre es schön, wenn wir das Ding abbremsen können. Puh. 2,2 Meter die Sekunde und weiter geht's. Jo. Läuft. Rüber. Bremsen. 2 Meter die Sekunde. Gut. Und näher. Viel näher. Ich meine, hier bremst uns nichts ab. Im Grunde können wir sogar mit der Beschleunigung hier versuchen anzudocken. Was wir natürlich nicht tun. Kriegen wir jetzt die Center of Mars vielleicht endlich mal? Irgendwie immer noch nicht. Okay. 300 Meter noch. Oh, jetzt müssen wir wirklich arbeiten. Dass er uns nicht verloren geht. 300 Meter.